Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Kristall Edition. Ja, im letzten Part sind wir hier angekommen im Eispfad, haben schon zwei Steine von vier eine Etage weiter heruntergeschossen. Jetzt geht es weiter natürlich mit dem nächsten Stein. Natürlich immer noch die Aufnahme laufen gelassen, sprich wir haben immer noch Stärke an und verschieben schon den dritten Stein weiter runter bis hierhin und dann wird es weiter gemacht. Und ich sehe gerade, meine Maus war im Weg. Wieder mal. So. Und der dritte Stein fällt auch herunter. Und dann wird mit dem nächsten Stein das gleiche gemacht. Man kann es natürlich kompliziert machen. Wie ich jetzt. Man kann es noch komplizierter machen. Alle Wege führen nach Rom, hat man ja öfters gehört. Und ja, auch alle Steine fallen irgendwann herunter. So, jetzt haben wir hier ein schönes Eisrätsel. Ich bin mir unsicher, ob hier versteckte Items gibt. Ich glaube, hier waren. Verstecktes Item, genau, Carbon. Können wir geben. Carbon, was macht Carbon? Init. Okay, Init-Werte würde ich ganz gerne mal Xerox geben. Weil Xerox ist ein bisschen langsam. Und hier gibt es den Top-Trank. Sehr schön. Aber jetzt muss ich natürlich schauen, wo lang muss ich denn gehen? Muss ich hier lang gehen? Ja. Oh, Schutz wirkt nicht mehr, okay. So, so. So? Nee. Muss auf jeden Fall dort runterkommen. Wie war denn das Rätsel gleich nochmal? Gut, viele hassen ja Eisrätsel. Ich finde es wiederum sehr interessant auf jeden Fall, die Eisrätsel. Also als Kind habe ich das sehr, sehr, sehr leicht gelöst. So, so. Ah, jetzt. Genau, so muss ich das Ganze machen. Hier erhalten wir einen Hyperheiler. Sehr schön. Und weiter geht's. Oh, Satoma können wir natürlich easy machen. Unser Maschok hat ja Satoma. Können wir auch irgendwann mal verlieren. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Man kommt ja hier auch easy hin ohne Satoma. Ich habe natürlich es mit Satoma gemacht. Und das sind wir auch schon kurz vorm Ende, glaube ich. Oh. Moment mal. Schade. Papier runter, genau. TM44 erhalten wir hier. Die TM44 ist Erholung. Was wahrscheinlich kein Mensch braucht, glaube ich. Also ich brauche es auf jeden Fall nicht. Vielleicht braucht einer, der wirklich competitive spielt, mit Erholung die TM. Man kann sie hier finden, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Erholung auf ein Pokémon spielt und dann Schnarcher spielt. Ich glaube eher weniger. Nee, also ich glaube nicht, dass jemand Erholung drauf spielt. Außer wenn man natürlich die Beere gibt, den Pokémon, dass die immer in der ersten Runde wieder aufwachen, nachdem sie Erholung eingesetzt haben. Das kann ich eher noch verstehen. Hier finden wir noch Eisheiler, sehr schön. Doch noch eine versteckte oder ein verstecktes Item gefunden. Und ich habe gedacht, wir wären schon am Ziel, doch nicht. Aber hier gibt es noch ein Item. Ein Eisen, okay. Und unser Platz ist
wurden gerammelt voll. Ich glaube, ich hatte aber doch irgendwo das Münzamulett, genau. Wir geben mal das Münzamulett Xerox. Das Ewigeis brauche ich auch. Naja, gut. Lass uns mal. Ah, ich glaube, den Eishalter habe ich nicht bekommen. Naja, egal. So, Verteidigungswerte höher machen, würde ich sagen. Und mir das Ganze mal Hundemann geben. Warum auch nicht? So, dann hätten wir das Eisrätsel auch gelöst. Aber jetzt müssten wir doch am Ende sein. Proteine finden wir noch. Sehr schön. Ja. Oh, Proteine. Ah, ich habe schon 2 Angriffswert. Würde ich mal sagen, Pupita. Mal Pupita soll dann das stärkste Pokémon sein. Bei uns. So, hier hinten war noch ein Item. Das weiß ich noch. AP Plus, sehr schön. Rausche auch noch auf jeden Fall. Gerade wenn ich Attacke habe, Eisstrahl oder dann später Erdbeben, dass die Attacken nicht zu schnell alle gehen. So, bis zum nächsten Part werde ich auf jeden Fall noch einige, die ich noch nicht eingefangen habe, auf jeden Fall noch einfangen. Vielleicht finden wir ja das 5% Rosana, obwohl ich brauche ja keine Rosana, wenn ich Godzilla schon habe. Ist ja genauso wie wenn ich jetzt Electek einfange, brauche ich ja auch, ja, hätte ich theoretisch das Electek nicht mal erschienen müssen. Wow, du bist über den Eispfad gekommen. Du musst ein richtiger Heißspuren sein. Okay. Egal. Hier gibt es noch ein Trainer oder eine Trainerin, die ein Pokémon tauschen möchte. Ich glaube, das war sie. Genau. Dragonier ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein Dragonier? Möchtest du es gegen mein Dodri tauschen? Nein. Tut mir leid. Die Tauschaktion werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Also sprich, ich brauche dann irgendwann noch Dragonier. Cool. Platini. Wie ist das? Platini? Ja, das ist cool. Es gibt hier in Ebenholz City einen Trainer-Clan, der Drachen nach freien Stücken Befehle erteilt. Okay. Daher gibt es in dieser Stadt so viele Legenden über Drachen. Eine Drachenstadt. Okay, interessant. Hallo. Willst du, dass deine Pokémon einige Attacken vergessen? Ja, also hier kann man auch den Attackenverlerner aufsuchen. Und ich glaube, das war hier. Oh ja, ich bin der Attackenverlerner. Ich verfüge über die Fähigkeit, Pokémon ihre Attacken vergessen zu lassen. Soll ein Pokémon eine Attacke vergessen? Nein, erstmal noch nicht. Hier kann man VMs verlernen, wenn man, sage ich mal, jetzt ein Pokémon wie ich jetzt habe, bei Mashok, und ihn Stärke beigebracht habe. Und deiner sagt, ah doch nicht, Stärke ist doch Müll auf Mashok. Ich würde da bessere Attacken lernen wollen. Dann würde man hier in diesem Haus, in dieser Stadt, bei Ebenholz City, bei diesen jungen Herren hier quasi die VMs erlernen können. Der Attackenverlerner gibt's, oder den Attackenverlerner gibt's nur hier in der zweiten Generation, oder erst ab der zweiten Generation, nicht nur, sondern erst ab der zweiten Generation, so rum. Und ja. Hier bekomme ich auf jeden Fall Topschutz. Wir werden erstmal uns 30 Topschutz gönnen, denn ich brauche die Topschutz. Dann würde ich sagen, wir verkaufen mal ein paar Nuggets und ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht brauche.
EP-Teile brauche ich auf jeden Fall. Hyperheiler bin ich mir auch sehr unsicher, ob ich hier sie kaufen kann. Wenn ja, wäre es mega cool. Topkleber würde ich ganz gerne beibehalten. Übertrank kann ich verkaufen. Limonade würde ich erstmal beibehalten wollen. Die Gegengiftbeere kann ich ja auch mal verkaufen. Die habe ich ja seit Anfang an dabei. Sprich, wenn ich hier Hyperheiler kaufen kann, so ist es, kann ich mir mal 20 Stück gönnen. Lieber würde ich ganz gerne 10 Stück gönnen. Und Hypertränke wird. Ja, Hypertränke brauche ich erstmal noch nicht. Genauso wie Hyperbälle. Wir haben ja genug Superbälle. Noch. Dann würde ich sagen, heilen wir unsere Pokémon. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo ich langlaufen soll. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall die VM Blitz auf jeden Fall nochmal brauchen werde. Für einen Berg, für ein Pudel. Muss er ja erstmal auch noch hier bei Ebenholz City aufklicken, auf der Internetseite. Moment. So, in der Ebenholz City kann man noch in Gold, Silber und Kristall den Tanzsticker noch bekommen. Samstag. Wir müssen den Samson. Gegnen. Du, Samson? Ah, Stimmen in meinem Kopf. Ich höre Radio. Okay. Wo ist Samson? Ah, hier. Ich glaube, das ist der. Alle Drachenmeister kommen aus Ebenholz City. Nein, das ist dann nicht der. Der auch nicht. Ah, hier. Samson, heute ist Samstag. Ich bin Samson von Samstag. Du kannst das haben. Und wir erhalten Bandsticker. Ja, es gibt unterschiedliche Leute, die Montag, Dienstag bis Sonntag auftauchen auf bestimmten Routen oder in bestimmten Städten. Einen hatte ich ja schon mal angetroffen. Ich glaube, das war Freitag. Oder war das Sonntag? Ich glaube, Sonntag war das. Und jetzt eben Samstag. Freitag habe ich, glaube ich, noch nicht angetroffen. Oder hatte ich den angetroffen? Ich bin mir da immer so unsicher. Auf jeden Fall kann man jeden Tag Items bekommen von den Leuten. Und wir werden von Holger angerufen. Hast du einen Feuerstein für mich gefunden? Ich fand etwas Schönes. Yes! Er hat einen Feuerstein gefunden. Wir können quasi auf die Route 36 nochmal fliegen. Weil nach Teak City. Und mit dem Fahrrad auf die Route 36 fahren. Ich hätte gedacht, wenn jetzt eiskalten Entei oder ein Raikou gekommen wäre, hätte ich wirklich gelacht. Ich werde auf jeden Fall dann einen kleinen Trick einsetzen. Mal schauen, ob der funktioniert. Wie gesagt, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, ehe ich überhaupt den Trick bekomme, beziehungsweise hinbekomme. Und ja, ist es für dich. Nimm dies. Ein Feuerstein bekommen wir. Sehr schön. Da hätten wir unseren zweiten Feuerstein schon mal. Wir brauchen extrem viele Steine, kann ich jetzt schon sagen. Beutel, nicht Beutel, sondern Beutel, doch Beutel. Feuersteine habe ich 3 Stück. Und das ist sehr schön. Blattsteine habe ich 2. Ich brauche relativ viele Blattsteine, glaube ich. Moment, wir können ja mal schauen. Ein bisschen Stein. Blattstein eingeben. Blattstein hier. Blattstein. Muss ich zu Giflo entwickeln. Also ein Ultrigaria zu Zazinia sind wir bei 2. Omai zu Kokowai brauche ich 3. Also 3 Blattsteine brauche ich. Also brauche ich noch einen Blattstein von der einen Lady, von der einen Göre.
schon mal okay. Dann hätten wir wie ich hier den Sonnenstein, kann ich hier irgendwo den Sonnenstein nehmen? Sonnenstein. Duplo zu Bella und Sonnenkern zu Sonnenflora. Ja. Davon habe ich zwei, brauche ich auch nur zwei. In der fünften Generation dann brauche ich insgesamt vier Stück. Aber wir sind ja in der zweiten Generation, also passt das. Dann hätten wir den Feuerstein. Einen Moment. Wo ist der Feuerstein? Hier ist der Feuerstein. Der Feuerstein. Brauche ich drei Stück. Wir haben jetzt drei Feuersteine. Sehr schön. Einmal zu Gulpik, dann zu Luna, zu Kano, zu Akani und eben zu Amara. Dann hätten wir den Wasserstein. Wasserstein habe ich bis jetzt nur einmal. Ich glaube, ich brauche den auch dreimal ungefähr. Mal schauen. Wo haben wir den Wasserstein? Hier haben wir den Wasserstein. Einmal, viermal brauche ich den. Quapuzzi zu Quappo, Ushas zu Austos, Sterntu zu Stami und Emoli zu Aquana. Und ich glaube, ich brauche noch einen Wasserstein für Fleckmon zu Lashokin, glaube ich. Bei diesem Room Hack, also beziehungsweise bei den gemoddeten Hack. Mondsteine brauche ich auch, glaube ich, nur vier Stück. Donnerstein. Also wir können Mondsteine und Donnersteine gleich mal schauen. Wo hätten wir den Mondstein? Hier hätten wir den Mondstein. Genau, Nido, Rina, Dorino, Pippi und Pummeluff jeweils. Und dann den Donnerstein machen wir ganz schnell, ohne Musik. Wo ist der Donnerstein? DDD. Hier hätten wir den Donnerstein. Donnerstein, Raichu zu. Also Pikachu zu Raichu. Evoli zu Blitzer. Also brauche ich nur zwei Stück. Interessant. Ab der achten Generation braucht man natürlich mehr. Beziehungsweise dann ab bestimmten. Ja. Bei bestimmten Generationen braucht man eben mehr Donnersteine. Ab Generation 8 Magneton zu Magnetzone kann man per Donnerstein entwickeln. Ab Pokémon Legenden Arceus oder Arceus Naskne zu Voluminas. Ab Schwert und Schild kann man Akub zu Donario entwickeln mit Donnerstein und Flip zu Warmpitz oder wie das Pokémon heißt. In der 9. Generation, glaube ich, ist das egal. Ja, das war's auf jeden Fall in der Hinsicht mit den ganzen Steinen. Ich glaube, mehr Steine gibt's nicht. Nee. Kingstein und Metallmantel gehe ich mal nicht drauf ein. Brauche ich natürlich nicht. Die große Frage ist, was mache ich denn jetzt? Werde ich meine Pokémon erstmal hochtrainieren? Wir können ja mal schauen, wie stark eigentlich die Arena-Leiterin ist. Ich glaube, Sabrina hieß sie. Einen Moment. Jetzt muss ich nochmal zurück. Nein, nicht Sabrina, sondern Sandra hieß sie. Sabrina war ja die Psycho-Arena-Leiterin. Die Sandra setzt bis zu Level 40er Pokémon ein. Sprich, ich werde meine Pokémon dann Richtung 38, Richtung Level 40 hoch trainieren können. Offscreen-mäßig mal. Die große Frage ist jetzt, werde ich jetzt noch die eine Route machen? Ich glaube schon, dass wir jetzt die eine Route machen können. Einmal bitte Platte. Habe ich überhaupt Karte? Warum habe ich keine Karte? Muss ich im Pokémon Center in die Karte reinschauen? Im Pokémon Center gibt es auch keine Karte. Warum habe ich keine Karte? Hallo? Ach nein, Karte gibt es ja in Pokécom. Oh mein Gott, bin ich dämlich. So, Eisfahrt hatten wir. Ja, die Drachenhöhle kann ich erst, glaube ich, betreten, wenn ich Sandra besiegt habe.
Und ich sehe gerade, sie hat dreimal Dragonier und einen Cedar King. Es ist so erbärmlich. Man hätte hier Gyarados noch hinzufügen können. Eventuell einen Urak noch hinzufügen können. Nein, man gibt ihr drei Dragoniers und ein Cedar King. Es ist dämlich. Wir machen erstmal die Route 45 noch ganz schnell. Und nebenbei werde ich die Dunkelhöhle noch machen. Natürlich auch die Route 46. Da gibt es ja auch nochmal ein paar Sachen. Frisch. Mal kurz den Ton weg. Einmal bitte auf die Route 45. Ja, gibt es da neue Pokémon? Das ist immer so die große Frage. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Trainer mit unterschiedlichen Pokémon. Ja, es gibt neue Pokémon. Einmal Skogla, einmal Panzereron, theoretisch Bunby und natürlich auch Teddy Ursa könnte man hier bekommen. Pro in Gold sehe ich gerade. Kann man Teddy Ursa. Skogla kann man nur in Gold und Kristall bekommen, sehe ich gerade. Panzereron kann man nur in Silber und Kristall bekommen. Interessant auf jeden Fall. Genauso wie Funby auch nur in Silber- und Kristall-Edition. Man kann hier per Profi-Angel ein Level 10 Dratini bekommen. Auf der Route 45 kann man ein Dratini auf Level 10 bekommen und mit der Super-Angel auch ein Level 10 Dragoni? What? What? Okay, das ist mir neu, muss ich ehrlich dazu sein. Wir gehen erstmal kurz auf die Route 45. Moment, Route 45, gibt's da überhaupt was der? Ja, einen kleinen Fluss gibt's da. Nein. Nein, nicht dein Ernst. Da gibt's wirklich einen kleinen... Ja, nicht ein Plus, sondern theoretisch ein Teich, sag ich mal. Da kann man tatsächlich ein Dragonier bekommen. Oh mein Gott, das bekommt man ja eher als Lavitar dann in dem Moment. Hier auf der Route hätte man schon Lavitar hinzufügen können. Beim Anime ist es ja auch so, dass in der zweiten Generation, also in der zweiten Staffel besser gesagt, in Pokémon, dass Ash ein Lavitar-Ei bekommt, es ausbrütet, und zwar genau auf der Route hier ungefähr. Die Dunkelhöhle, wie gesagt, muss ich dann später mal machen. Jetzt muss ich mal schauen, kurz warten, das jetzt. Ich möchte ja natürlich alle Wege gut hin. Wir gehen einfach hier erstmal kurz hin, um dieses Item zu bekommen. Ich glaube, ich muss dann öfters diese Route hier machen, weil die Trainer sind ja auch relativ verhäuft hier. Wir können unterschiedliche Wege gehen. Ja, einmal jetzt hier nach unten oder rechts nach unten. Auch nicht, warum man so viele Wege gemacht hat. Kein Weg zurück. Naja, man muss es nicht verstehen. So, der Wanderer setzt. Welcher Pokémon ein? Ein Marowak. Kampf-Pokémon. Sehr interessant. Wir haben Sherox vorne dran mit Flügelschlag. Erstmal dieses Marowak wegmachen. Auch auf Level 24. Es ist eine bodenlose Frechheit übrigens. Denn die Pokémon sind am höchsten gerade mal auf Level 27 und das ist ein Georock in Hardgold und so Silver, beziehungsweise in Hardgold sehe ich gerade nur auf Level 27. Das stärkste Pokémon in so Silver wie Panzereron auf Level 27. Also wird es wahrscheinlich so genauso wie in Gold, Silber und Kristall sein. Auch das höchste Level 27. Bodenlose Frechheit, finde ich wiederum. Hätte man anders machen können, stärker eventuell. Schwierig. Gut.
der Trainer hat gefühlt nichts auszusetzen. Mein Flügelschlag bitte. Georg. Da muss ich natürlich tauschen. Auf Nantwon. Und einmal Server einsetzen. Ich hoffe, dass mein Landhund natürlich eine neue Attacke erlernt. Jetzt gerade eine Elektro-Attacke, weil Funkensprung wird irgendwann zu peinlich, denn Funkensprung ist eine schwache Attacke. Sowas wie Donnerblitz wäre mega gut. Donner wäre zu extrem, würde ich auch nie einsetzen wollen, solange es nicht regnet. Naja. Ah, da ist ein Trainer, deswegen. Das mit den Trainern, ich verstehe das nie. Dass weiter unten noch eine dritte Gabelung gibt, werde ich mal ganz schnell einfach runtergehen. Die entsprechenden Items mir kurz holen. Und bis zur dritten Gabelung einfach mal durchgehen. Bis zum Teich würde ich sagen. Und danach gehe ich nochmal hoch. Falls ich was vergessen haben sollte, ein Item oder so. Wir finden Top-Rank. Yeah. Nein, jetzt guckst du natürlich dort rüber. Bist du so dämlich? So, die Ast-Trainerin schickt Meryl in den Kampf. Ja, interessant, Meryl. Auf Level 27, ja. Die Trainer hätten schon viel, viel, viel eher höher gelevelt sein können, theoretisch. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen traurig gerade, dass die Trainer so schwach sind. Ja. Was will man denn dagegen machen? Man kann da nichts machen dagegen. Jetzt Schillock ein. Okay, da würde ich dann mal tauschen wollen auf Landhorn, weil Landhorn bräuchte noch ein bisschen Level, paar Levels. Gut, ich werde so noch offscreen-mäßig meine Pokémon bis Level. Ich weiß noch nicht. Level. Wahrscheinlich bis Level 38, 39 hochtrainieren. Falls sich natürlich ein Pokémon sich entwickeln sollte, wie Mashok zu Mashumai, werde ich natürlich es so machen, dass ich es auf den bestimmten Level hochtrainiere und dann den einen Sonnenbonbon, den wir noch haben, es ihnen dann gebe im nächsten Part quasi. Oder dann quasi im übernächsten Part. Ja. Noch ein Sherlock. Sehr schön. Was war denn das für eine Bewegung? Würde er mit uns tanzen? Dann tanz doch mal im Grab. Ein Fies, aber egal. Einmal bitte rechts lang gehen. Hallo? Was bist denn du hier einer? Bist du ein Wanderer? So, und danach gibt's nochmal eine Gabelung. Drei. So, ein Mashok auf Level 28. Sehr schön. Aber soll ich was zeigen? Mach einmal Flügelschlag und weg bist du. Dam, dam, dam. Hat man Mashok jetzt nicht auch mehrmals gesehen schon? Man hätte hier andere Pokémon hineinfügen können. Schon eigentlich.
dann hatte er nur einen Mashok auf Level 28. Schwierig. Ich weiß natürlich nicht, ob irgendwo noch Items herumliegen. Oh, wir finden das Skoklar. Yeah. Mal bitte Totschlag machen. Auch eins meiner Lieblings-Pokémon ab der vierten Generation, weil Skorkro ist ein sehr cooles Pokémon, muss ich dazu sagen. Bodenflug. Es hat eine Elektroimmunität. Es kann so viele geile Attacken. Feuerzahn kann es zum Beispiel. Es kann Aeroas, es kann Erdbeben, es kann... Hast du nichts gesehen? Es ist mega gut auf jeden Fall, dieses Pokémon. Und ich liebe es einfach. Aber Skoklar an sich, für sich, finde ich irgendwie ein bisschen lame, muss ich ehrlich dazu sein. Es ist nicht so wirklich mein Pokémon, ja. Aber Skorkro finde ich wiederum geil. So, bitte einmal nochmal Flugschlag machen. Jetzt gibt es nämlich mehr tierisch auf den Nerv, dieses Skorklar. Mit 1 KP ist es dann natürlich ein bisschen einfacher. Hoffe ich ja. Obwohl theoretisch die Fangchance haben sie ja auch. Ist irgendwie ein bisschen buggy in der zweiten Generation. Ob sie voll ist, keine Statusveränderung hat, wie Schlaf, Para oder vergiftet oder verbrannt, ist es egal. Ist die Fangrate immer relativ gleich. Dann wird es nochmal ein bisschen verdoppelt, wenn sie ein Statusproblem haben. Wenn die kein Statusproblem haben und im Orange-Bereich sind, wird es verdoppelt und dann nochmal verdoppelt, wenn sie im roten Bereich sind. Natürlich wird es nochmal verdoppelt, wenn sie im roten Bereich sind und natürlich eine Statusveränderung haben. Wird es irgendwie prozentual verdoppelt. So ist es auch mit den legendären Pokémon hier. Kann man auf ein Programm schauen und so. Was ich natürlich nicht machen werde, weil das interessiert mich nicht. Ob nun das eine Pokémon 5% Wahrscheinlichkeit hat, im Ball drinnen zu bleiben, gerade im Pokéball, oder im Hyperball eben mit 10%, das interessiert mich nicht. Hauptsache, wir haben alle Pokémon. Und wenn das eine Pokémon eben ein bisschen schwieriger einzufangen geht, dann ist es nun mal so. Kann ich auch nichts dran ändern. So, ein Kleinstein. Ich glaube, das ist der Wanderer, der Kleinstein, Georok und Geowatz hat. Mal schauen. Wir machen Metallmantel. Wenn er jetzt einen Geowatz oder Georok einsetzt. Georok, hat er noch Geowatz. Hoffe ich. Wenn nicht nur in Hardgold und Soul Silver. Also in den Remake, Hardgold, Soul Silver, so rum, hat er dann noch Geowatz. Aber wäre cool eben, wenn eben die Gegner, die Random Trainer einfach mal Tausch-Pokémon haben, wie Geowatz, Simsala, Stalos, Xerox und Gengar und Co. Das finde ich mega geil. Nicht die Top 4, sondern Random Trainer. Ja, Geowatz. Sehr geil. Also ich finde auch Geowatz mega geil. Hätte ich auch ganz gerne in meinem Team gehabt jetzt. Ich wollte eigentlich so machen, dass ich nur Tausch-Pokémon in meinem Team habe. Mit einem Tausch-Team-Pokémon. Ein Teambilder, sprich Geowatz, Simsala, Gengar, Mashomai, Xerox und Stalos oder anstatt Stalos jetzt noch ein Wasser-Pokémon, Lashoking oder eben anstatt Xerox ein Lashoking,
es wäre so geil, oder Brubella noch, na, obwohl Brubella eher weniger, das ist ja kein Tausch-Pokémon. Was ist noch ein Tausch-Pokémon? Es ist schwierig. Aber ich habe manche Pokémon eben noch nie wirklich hochtrainiert, muss ich sagen. Gerade hier in der zweiten Generation hatte ich noch nie Ferox, weil ich hatte immer nur ein Sichlur. Ferox nur durch einen Cheat hatte ich das bekommen. X-Bad, okay. Mein Lieblings-Pokémon ab der zweiten Generation. Habe ich immer eigentlich im Team. Marshock, noch nie hochtrainiert. Lanturn, noch nie hochtrainiert. Pupita, erst nach der Top 4 hatte ich quasi Lavita bekommen und es danach hochtrainiert. Despota, also ich weiß, also die grundsätzlichen Sachen. Hundemon noch nie hochtrainiert, weil man kann es erst in Kanto einfangen. Lächerlich, sowas. Hätte man eher einfangen können. Ah, hier ist ein Trainer. Gut, den Trainer kann ich noch wann anders mal einfangen. Ich glaube, das war's auch hier mit dem Gang. Ich muss dann nur nochmal schauen, wo ich überall lang gehen kann. Und hier, wie schon gesagt, kann man ein Gradini bekommen. Ob man es nun braucht, keine Ahnung. Ich glaube eher weniger. Gut, wir fliegen jetzt hoch. Im nächsten Part geht mit der Route weiter. Wir werden natürlich auch auf der Route 76 nochmal ein bisschen mehr erkunden. Und natürlich die Höhle, die Dunkelhöhle nochmal erkunden. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.